ganz normal auf Arbeit. Elbow-Tie, Wrist-Tie haben dementsprechend die Dominanz. Er zieht den Arm nach hinten, wie gestern gehabt. Ich schieße durch. Motorrad über 4. Ziehen ran in den Split Seat Belt. Ja. Von hier aus arbeiten, habe ich gesagt, kann ich ballistisch, ich kann snappen, je nachdem wo er ist. Ich kann hier in dem Bereich mit dem Kopf agieren. Ich kann aus der Dynamik raus ihn mit dem Kopf in die Wand befördern, beziehungsweise aus der Dynamik raus hier zurück mit dem Kopf arbeiten. Ja. Bin ich jetzt hier ganz normal im Underhook, habe meine Kopfpositionierung und will ihn kontrollieren und er zieht ein Messer, ja, ist mein kompletter Fokus jetzt hier auf der Hand. Je nachdem, wo ich bin, schaffe ich es vielleicht, mich hier zu lösen, komme raus, ja, weil ich es mitkriege, wird das Ganze eng und wir schießen irgendwo in den Bereich Wand. Wenn ich es mitbekomme, ist cool, kann ich eventuell verhindern, dass er weiterkommt, beziehungsweise wenn ich mitbekomme, dass er zieht, kann ich hier direkt auf die Hand drauf gehen. Ja, kann arbeiten. Er zieht. So, wir sind hier. Absolute Priorität hat jetzt der Arm und ich versuche wieder mit beiden Händen, sprich 2-on-1 dran zu kommen. Im Idealfall schaffe ich es gerade im Wandclinch hier zu arbeiten, dass ich ihn hier binde, sprich ich komme jetzt wieder in dieses Splitted Seatbelt, habe hier die Option, stehen wir an der Wand, ballistische Gewalt anzuwenden, hier zu arbeiten, da zu arbeiten, Kopfstoß nach vorne zu bringen, ja, je nachdem wo ich stehe hier. Ich habe vielleicht die Möglichkeit, dass wir uns drehen, dass ich ihn hier mit dem Kopf in die Wand befördere. Ja. All die Tools, die wir gestern hatten, nutzen wir jetzt auch. Der Fokus bleibt aber, wenn er auf der Seite zieht, dass ich versuche, zuerst den Arm zu binden, sprich zu kontrollieren. Ja. Nicht schlagen, arbeiten, solange die Hand frei läuft. Kriegt ihr es nicht mit? Ja. Weil vielleicht der Fokus ein anderer ist, ich bin jetzt hier, versuche statt die Hände und die Arme zu kontrollieren, straßenbasiertes Ringen, und dann gehe vielleicht hier oben erstmal in den Neckteil rein, ziehe irgendwo am Hals und der zieht jetzt, kann passieren, dass logischerweise der erste Stich in meine Richtung geht. Wenn es jetzt hektisch wird, versuche ich definitiv, sofern überhaupt noch machbar, die Schulter zu blockieren und versuche runter über die Schulter auf sein Ellbogengelenk bzw. Handgelenk zu kommen. Der Arm ist ausgestreckt. Einfach aus dem Grund, wenn er den Arm dreht, der kleinste Drehmoment, der einfachste kontrollierende Drehmoment ist die Schulter. Dann der Ellbogen, dann die Hand. Weil logischerweise der Kreis, wenn ich greifen will, hier immer größer wird, hier kleiner wird. Das heißt, vom Gesamten her, nochmal einstecken. Wir sind hier am Arbeiten. Ich gehe wieder bei Cover Crash Counter rein, hole mir sofort den Underhook, wir positionieren uns hier. Ich möchte ihn kontrollieren, ja, er kann schlagen, sonst was, wie gestern gehabt auch. Aber er zieht jetzt. Wow. Ich versuche drauf zu gehen, versuche das hier zu vereiteln. Ist es jetzt noch in diesem Ziehmoment, dass der Arm quasi rausguckt, ja, hier sich das Dreieck bildet, sogenannte Shooter's Triangle, dann versuche ich direkt hier reinzukommen, ihn hier zu binden, ja, stehen wir hier an der Wand, ich würde ihn hier binden, wäre die erste Reaktion direkt, boom, guckt, dass ihr ballistische Gewalt rankommt. Ja. Dass ihr erstmal Input-Druck nach vorne gebt und von da aus weiterarbeitet, anstelle von ich ringe mich zu Tode. Hier arbeiten, kurz vorm, ja. Gefällt mir da, gefällt mir das nicht sonst was, wir drehen uns in die Wand rein. Kopfstoß, ja. Aber ich bleibe hier komplett fixiert, den will ich haben, Ellbogen, ja. Und so weiter und so fort. Klar soweit? Ich habe eine Frage. Du hast zwischendurch die Option lösen ins Spiel gebracht. Das war wenn ich bislang bei mir keine Option. Wenn ich hier bin, wenn ich hier bin und er zieht irgendwas, ja, und ich kriege das mit, okay, ich komme raus, dann löse ich mich. Weil der rennt ja hinterher mit dem Messer im Zweifel. Nicht immer. Nicht immer, genau. Ich kann aber auch zeitgleich andere Optionen wählen. Ja. Ich kann mich von ihm lösen, ich kann mich eventuell sekundär bewaffnen mit Altersgegenständen und so weiter und so fort, indem ich jetzt halt Stuhl nehme, als Beispiel. Ja. In dieses Szenario, bevor ich da nicht weiterkomme, damit es nicht zu gefährlich ist. Probier es mal so. Ich werde jetzt hier in dem Bereich am Arbeiten. Hier. Er zieht. Ich krieg das hier irgendwo mit, binde mich hier, baller ihn jetzt hier in die Wand. Arbeite hier weiter. Ich kann andere Möglichkeiten wählen. Ja. Wie können wir uns selbst herleiten, wann wir uns lösen sollen und wann wir reingehen sollen? Wenn du weglaufen kannst und für dich die Option siehst, wegzulaufen, versuch rauszukommen.
Ja. Wenn es immer enger wird in der Nische zwischen zwei Fahrzeugen und so weiter, dann kämpft. Aber Flucht, wann immer Flucht möglich ist. Ja? Okay? Los geht's, arbeiten.